Ja, du lieber Zuschauer meines Kanals. Letztens ist mir was Interessantes im Fernsehen aufgefallen, was ich euch nicht unbedingt vorenthalten möchte. In meinem Kanal gibt es, wie schon gesehen, um Lautsprecher und auch um deren Funktionsweise und was man mit denen alles anstellen kann. Da habe ich letztens bei den Mythbusters was Tolles gesehen, nämlich um den Mythos, ob es möglich ist, mit einem Subwoofer ein Gewehr losschießen zu lassen. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Probleme gab es trotzdem, dieses Video jetzt für euch ein bisschen zu veröffentlichen. Und zwar musste ich es natürlich schneiden. Also es ging eigentlich um 17, 18 Minuten. Das Ganze habe ich auf 4 Minuten gekürzt oder auf 5 Minuten. Und einige Bildausschnitte mussten so verändert werden, dass man im ersten Augenblick nicht erkennt, worum es geht, was aber in dem Moment erstmal nicht schlimm ist, weil man versteht trotzdem alles. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Zuschauermythos. Woofer und Waffen. Sag das dreimal ganz schnell. Was steckt hinter diesem Zungenbrecher? Kann ein Subwoofer eine Waffe auslösen? Und zwar ein SKS, ein Selbstladekarabiner Simonov. Cool. Erzähl weiter. Russische Gangster fahren mit den Waffen hinten im Auto spazieren, wie man das als Gangster so macht. Der Wagen hat natürlich eine riesige Stereoanlage. Mädchen am Straßenrand zu beeindrucken, drehen sie voll auf. Durch die Lautstärke vibrieren die Gewehre. Plötzlich gehen sie los. Keine gute Anmache, die Mädchen waren weg. Dumm gelaufen. Peinlich. Wir brauchen ein Auto mit einer super lauten Anlage. Drehen voll auf, legen die Gewehre rein und gehen in Deckung. Kein alltägliches Verkaufsargument, aber die zerbrochene Scheibe klingt vielversprechend. Das ist ein 30 cm Rechteck-Lautsprecher. Er bringt 750 Watt RMS und ist rechteckig. Denn mehr Oberfläche bedeutet naturgemäß auch mehr Output. Mehr Lautsprecher, mehr Output. Ich glaube, das ist das, was ihr braucht. Wir sprengen den Wagen! Mit einer niedrigen Frequenz, mit 20 Hertz und einem Schalldruck von 95 Dezibel. Ready? Oh ja. Here we go. Einfach ausgedrückt, Hertz ist die Maßeinheit für die Schwingungen und Dezibel für die Lautstärke. 95 Dezibel sind etwa so laut wie ein aufheulendes Motorrad. So far. Bis jetzt hat sich kein Schuss gelöst. Wir wollen erreichen, dass der Zündstift einen Schuss auslöst. Dreh auf, Grant. Wenn es klappt, müssten hier jeden Moment ein paar Schüsse fallen. War's das? Habt ihr was gesehen? Komm, lass den Wagen vibrieren. Nicht ein Schuss bisher. Zeit, den Einsatz zu erhöhen. Grant dreht die Anlage auf ohrenbetäubende 130. Das ist die Lautstärke eines Düsentriebwerks aus 30 Metern Entfernung. Die Lautsprecher! Das Gewehr vibriert. Nein, das ist die Kamera. Da wird Staub aufgewirbelt. Die Kamera fällt aus. Und das Gewehr wackelt auch. Feuer! Da drin ist eine Menge los. Aber kein Schuss. Und Roger öffnet die Testkammer. Wozu dient sie? This is zum Foltern. Bitte? Da drin foltern wir Lautsprecher thermisch und mechanisch, damit nur die Stärksten die Fabrik verlassen. Roger füllt den Raum mit rosa Rauschen.
Dabei wird eine ganze Reihe von Frequenzen gleichzeitig erzeugt. Wie ein Erdbeben. Die Lautstärke erreicht mehr als 150 Dezibel. Aber wer jetzt allen Ernstes glaubt, es sei vorbei und der Mythos würde einfach sang- und klanglos begraben, der kennt die Sendung nicht. Für die mittleren Bassfrequenzen haben wir 34 cm Subwoofer in einer Fiberglashülle. Aber der echte Hammer sind diese beiden 55 cm Teile. Jeder dieser Subwoofer hat zwei Verstärker mit insgesamt 17.200 Watt. Nur Schüsse sind nicht zu hören. 159,5 Dezibel? So was Verrücktes haben nicht mal Gangster im Auto. Das kann kein Mensch mehr hören oder genießen. Lautsprecher vibrieren und wirbeln überall Staub auf. Ich hoffe, das ist Staub und kein Rauch. Sieht nach Rauch aus. Einen Schuss hätten wir gehört. Ist das normal, wenn es raucht? Nein, das riecht nach Kurzschluss, nicht nach Schuss. Tatsächlich kommt der Rauch von überhitztem Harz in den Subwoofern. Das ist in den ersten Monaten völlig normal, wenn man die brandneuen Lautsprecher so belastet, wie wir es getan haben. Seht ihr? Wunderbar, kein Schuss gefallen. Dieser Mythos, der wurde auch tatsächlich von den Mythbusters zerstört. Und jetzt ist die Frage jetzt auch geklärt, warum ein Lautsprecher oder ein Subwoofer manchmal ein bisschen verbrannt riecht. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß noch auf meinem Kanal. Euer Speaker Schocker.